Herzlich willkommen. Paper Mario. Noch nie ein Paper Mario gespielt. Ich habe ein bisschen auf dem GBA irgendein Paper Mario oder weiß nicht, wie das heißt, Mario und Luigi noch irgendwas gespielt. Keine Ahnung, ob man das vergleichen kann. Ich muss erst mal wieder mit dem GameCube-Controller, mit dem N64-Controller klarkommen. Oh, das hier habe ich getestet, als ich die, kann ich das hier löschen? Ja, das habe ich kurz getestet, nur zum Einrichten. Ja, wie gesagt, sobald das Kabel kommt, sieht das noch besser aus. Aber das kostet knapp 60 Euro und ist momentan halt nicht verfügbar. Und gibt's nur von einem Hersteller momentan. Ne? Zumindest in dieser Qualität. So. Werde ich dann mit Gorbi angesprochen oder heiße ich schon Mario? Ist egal, wir heißen Gorbi, oder? Gorbi der Klempner. Geil. Dein Name lautet Gorbi? Jo. Ganz normal Mario, okay. Also der Safe-Name, alles klar. Schade. Schon sagen, ist aber normal in Mario spielen, dass man mit Mario angesprochen wird, ne? Ja, ist noch so ein bisschen flimmerig. Das liegt wirklich, wenn ich das ist so ein SCART-Adapter, ja. Das ist SCART. Also hier geht dieses Super-Video-Kabel und die zwei für das Bild und die zwei, Rot und Weiß fürs Audio gehen in so einen SCART-Adapter. Der geht in den Retro-Tink. Der Retro-Tink geht in den M-Classic, wobei das unnötig ist. Der M-Classic geht mit HDMI an meinen Splitter. Mein Splitter geht an einen weiteren Splitter. Der macht, dass HDCP für die PS3 nicht aktiv ist. Und von dem geht's an einen Splitter. Der ist auf dem TV, auf meinen großen Fernseher hinter mir und auf meinen Rechner verteilt. Und da geht es dann halt in die Avermedia-Karte. Und die Avermedia-Karte wird im OBS dargestellt, so damit ihr es sehen könnt. Und die Post ist da. Und der SCART-Adapter ist halt Müll. Hey Mario, Prinzessin Peach hat uns geschrieben. Kann ich euch vielleicht ein bisschen lauter machen, ne? Ja. Ich lese dir den Brief vor, okay? Alles gut. Also gut, mal sehen. Ich muss gleich mal gucken, ob das Gameplay, ob es da genauso groß bleibt. Dann kann ich es ein bisschen größer ziehen. Ich gebe heute in meinem Schloss einen Empfang. Mario und Luigi, es wäre mir eine Ehre, euch begrüßen zu dürfen. Viele Gäste aus nah und fern hoffen auf euer Erscheinen. Ein prächtiges Bankett und allerlei Unterhaltung erwartet euch hier. Eure Peach. Euer Pfirsichchen. Das Format sieht so komisch aus. Warum ist das denn so? Das sieht nicht aus wie 4:3, oder? Was für ein Schloss. Ich kann mich nicht daran satt sehen. Offenbar sind die meisten Gäste schon eingetroffen. Okay, okay. Das Spiel bleibt so. Dann ziehe ich es euch größer natürlich, ne? Wartet kurz. So, die Frage ist nach unten. Wartet mal. So. Wenn ich das auch sehe.
Das ist doch fast 16 zu 9, oder? War das damals so? Ich kann es auch ziehen. Ne? Ist das besser? Mein Feedback, ist das so besser, wenn ich so ziehe? Oder sehen die Charaktere dann zu gestreckt aus? Mario, warum siehst du nicht nach Prinzessin Peach? Ich komme später nach. Ich will noch mich noch umsehen. Na, jetzt fehlt aber da oben was, oder? Nee, nicht wirklich. Na doch, ein bisschen, guck mal. Ich hätte es halt gerne so, wie es original ist. Naja, muss ich. Ich will jetzt nicht ewig hier rummachen, ne? Muss ich mal gucken, wie es original hier ist. Und so hätte ich es auch dann gerne. So, wir lassen es jetzt mal so. Für heute geht das so. Na? Ja, habe ich auch hier. Habe ich sogar original hier. Drückst du A vor der Tür, kannst du sie öffnen. Krass. Was sagt mir Toad 1? Mario, gut siehst du aus. Ich hoffe, du genießt den Empfang. Wow, ich habe noch nie so viele exotische Leute an einem Ort versammelt gesehen. Hier kannst du sicher viele Geschichten von Orten hören, die du noch nie zuvor gesehen hast. Aber ist auch so okay? Von der Quali? Willkommen im Pilzpalast. Alles klar. Hey, Brooks Mario. Ich hoffe, du hast ordentlich Appetit mitgebracht. Es gibt jede Menge gutes Essen hier. Ich habe wohl schon zu heftig zugeschlagen. Ich werde ein kleines Päuschen einlegen. Nun, das sollte reichen. Ich bin schon wieder hungrig. Stürmt das Buffet. Ah, sei gegrüßt, Mario. Hast du schon Frosty kennengelernt? Der von Kellogg's? Er ist den weiten Weg von der Biberregion in hohen Norden hierher gekommen. Ist das Frosty? Prinzessin Peach ist genauso großzügig und warmherzig, wie man sich erzählt. Die anstrengende Reise hat sich wahrlich gelohnt. Mario, bitte besuche uns eines Tages. Du bist uns jederzeit herzlich willkommen. Ist das eigentlich... Das ist der gleiche wie bei Mario 64 mit den Türen, oder? Gleiche Umgebung. Ist ja auch das gleiche Schloss, ne? Oh, hallo Mario, ich bin Omelette. Nicht Omelette, sondern Omelette. Ich koche für mein Leben gern. Weißt du, dass ich das Festmahl für diesen Empfang zubereitet habe? Ich habe mein Bestes gegeben. Aber oje, ich habe mich so bemüht, dass ich all meine Zutaten verbraucht habe. Jetzt muss ich wohl wieder einkaufen gehen. Ich versuche ständig meine Kochkünste zu verbessern. Ich hoffe, dass ich eines Tages so gut kochen kann wie der berühmte Omelette. Kannst du auch kochen, Mario? Du solltest es lernen. Für mich ist Kochen ein Riesenspaß. Okay. 10 Leben. BP, keine Ahnung. 0 Sterne, 0 Münzen. Ja, geil, noch ein bisschen. Na, Mario, naja, Oberlippe habe ich schon, ne? Aber, ne? Untenrum ist mein Bart geiler. Ich will ins Waschbecken rein, Mann.
Das kennen wir schon. Man muss ja erstmal abchecken, ne? Oh, willkommen, Mario. Der letzte Empfang hier. Der letzte Empfang war einfach umwerfend. Oh, übrigens, Prinzessin Peach wartet auf dich. Ja, das weiß ich. Aber wie immer bei einem RPG geht man immer erst überall hin, bevor man dahin geht, wo man hin soll. Prinzessin Peach freut sich schon den ganzen Tag auf dein Kommen, Mario. Sie ist völlig aufgekratzt. Wie süß. Alles klar. Oh, ist man so schneller? Was bringt das? Ist das Sprint? Scheint sich nicht zu öffnen. Kein Double Jump oder so möglich? Nein, anscheinend nicht. Alles klar, ich hab verstanden. Peach, ich komme. Macht sich bereit. Wer bist du denn? Pingu! Wow, dieses Schloss ist absolut atemberaubend. Ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben. Mal da hinten rein, oder ist das ein Fenster? Prinzessin Peach hat sich in ihre Gemächer zurückgezogen. Sie ist wohl etwas müde. Sei gegrüßt, Mario. Ich bin der Minister dieses Palastes. Es ist schön, dich hier zu wissen. In deiner Gegenwart fühlen wir uns alle sicher. Ja, unsere Zukunft scheint eine strahlende zu sein. Viele Gäste hier. Hallo Mario, ich bin modemäßig immer voll im Trend und ich muss sagen, dein Outfit ist einfach fabelhaft. Es steht dir wirklich gut. Ich komme als Repräsentant von Beaver City. Ich bin dort Bürgermeister. Meine Güte, sieh doch, wie spät es schon ist. Ich muss noch zusammen mit Frosty ein paar Souvenirs besorgen. Ich komme aus Cooperheim. Das ist ganz schön, schon hier ganz in der Nähe. Oh, mir wurde gerade die Ehre zuteil, mit Prinzessin Peach zu sprechen. Was für eine wundervolle Dame sie doch ist. Nun, heute haben wir Besuch aus dem staubtrockenen Vorposten der Biberregion. Cooperheim? Da sind so viele, ich verliere langsam den Überblick. Und von wo magst du sein? Oh, du bist Mario. Es tut mir leid. Entschuldige bitte. Ob es wohl einen Mann in Prinzessin Peachs Leben gibt? Sie ist eine so reizende Dame. Wenn immer sie auch liebt, er muss etwas ganz Besonderes sein. Aber wer bist du? Ratterich. Mein Name ist Nomadimaus. Ich komme aus der staubtrockenen Wüste. Die Leute in dieser Stadt sind so unglaublich freundlich. Ich denke, ich werde diesen Ort zu meinem zweiten Zuhause machen. Und du, wer bist du? Ich komme aus der Wüstenstadt namens Staubtrockener Vorposten. Dieses Schloss ist für mich wie ein Paradies, einfach umwerfend, kühl und bequem. Ich hatte sogar schon eine Audienz bei der Prinzessin. Welch eine Ehre. Wenn ich in die Wüste zurückkehre, werde ich jedem davon erzählen. Alles klar. Was denn da hinten? Glaube ich da hinten rein? Na, sieht nicht so aus. Dies sind Prinzessin Peachs Gemächer, aber sie ist gerade nicht da. Ja, aber ich bin da. Guck mal, hier geht's auch noch rein. Oder auch nicht. Ich bin noch in der Ausbildung, Sir. So viele Gäste, mein Herz schlägt schon den ganzen Tag wie eine Kesselpauke. Poch, 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 poch. Wo ist Peachy nur? Es ist angenehm ruhig hier ohne Gäste. Ah, wie herrlich.
Trampolin? Nein. Aber geht von der Quali, ne? Aber es sieht bei euch ein bisschen, wirklich ein bisschen nach oben gezerrt aus. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Keine Ahnung. So, mal gucken. Guck ich mir mal an in Ruhe. Wie das Original aussah und so, was man da machen kann, welche Einstellung. Prinzessin Peach hat sich in ihre Gemächer zurückgezogen. Dann gehen wir da mal hin. Da ist sie. Paper Peach. Oh Mario, du bist gekommen, mich zu sehen. Du bist so süß, vielen Dank. Ich wollte gerade etwas ausruhen. Es ist sehr ermüdend, all die Gäste zu begrüßen. Hier wird uns niemand stören. Wollen wir ein wenig plaudern? Nur wir zwei? Heute war ein sehr warmer Tag. Auf dem Balkon ist es sicherlich recht angenehm. Leistest du mir Gesellschaft? Oh nein, wird sie jetzt von Bowser entführt? Oh, ist dir was passiert, Mario? Was in aller Welt war das? Und warum ist es dunkel? Oh nein, sieh doch, Mario. Es ist doch noch hellichter Tag. Aber ich kann die Sterne am Himmel sehen. Nein, werde ich nicht spielen. Du kannst auch mal in der Liste gucken. Alle Spiele, die dort drin sind. Die stehen zur Auswahl für das Projekt hier. Ne? Oder einfach mal Ausrufezeichen GGG und dann gehst du da auf die Spieleliste und da steht alles drin. Lange nicht gesehen, Prinzessin Peach. Bowser, das kann nicht sein. Ach, Bowser, das kann nicht sein. Warst du es, der die Erde eben erzittern ließ? Was hast du getan? Ja, das war ich. Ich habe den Palast in den Himmel entschweben lassen. Er sitzt jetzt auf meiner Festung. Damit hast du nicht gerechnet, was? Ha, der Palast befindet sich unter meiner Kontrolle. Jetzt wirst du mir gehören. Wie, was? Es ist Mario? Was für ein Schock. Na, nicht wirklich. Ich habe damit gerechnet, dass du deine blöde Nase hier zeigen würdest. Du bist nervig wie eh und je. Unglücklicherweise wirst du niemals diesmal genau gar nichts tun können. Du hast deine Lektion wohl noch immer nicht gelernt, Bowser. Du wirst Mario niemals besiegen. Warum gibst du nicht gleich auf? Es ist schon wahr, ich hatte früher diesbezüglich ein paar nicht nennenswerte Probleme, aber diesmal ist alles anders. Diesmal werde ich gewinnen. Okay, du Held, lass uns tanzen. Oh, gibt's jetzt Kampfsystem? Mario, du kannst es schaffen. So, jetzt nochmal gucken. Seht ihr alles? Ja, ihr seht alles. Jetzt habe ich Sprung, Items, Strategie. Sprung. Auf. Ja, ich habe ja nur Bowser. Okay. Okay, bisher recht simpel. Guter alter Mario, immer der brave Pfadfinder. Du gehst mir auf die Nerven, du kleine Pestbeule. Aber heute können deine jämmerlichen Attacken nichts gegen mich ausrichten. Oh, aber dein Zauberstab hat Bowser die olle Fee. Zieh dir das an. Sieh, was ich aus dem Sternenhafen gestohlen habe. Es ist der Sternenstab. Dieses nützliche kleine Ding besitzt die Macht, dir jeden Wunsch zu erfüllen.
Wenn ich mir wünsche, dass mich der Sternenstab stärker macht, hast du keine Chance gegen mich, Mario. Wie gefällt dir das, Mario? Vorsicht, ja, gut. Ist das alles, was du kannst? Du kämpfst wie ein Mädchen. Das ist gar nicht weh, hat gar nicht wehgetan. Scripted Death. Wie ich mir dachte, Mario ist für mich kein Gegner mehr. Mir ist die Zeit zu schade, mit dir herumzuplänkeln. Es wird Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Halt dich fest, Mario. Gute Nacht. Oh, er trifft ja aber auch Peach. Oh nein, Mario, steh auf. Oh ja, ich hab's geschafft. Endlich habe ich meinen Erzfeind Mario besiegt. Ja. Ich gratuliere euch zu eurem Sieg, eure Boshaftigkeit. Ihr seid ein würdiger König. Solange ich den Sternenstab besitze, gehen all meine Wünsche in Erfüllung. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Nun gut. Ich glaube, es ist an der Zeit, Mario zu entsorgen. Er kann ohnehin keinen Schaden mehr anrichten. Oh nein, Mario. Wer sind die denn? Es gibt auch ein Mario RPG. Das gibt es aber nur also offiziell nur auf Englisch. Ich habe aber gesehen, da gibt es einen Deutsch-Patch. Das könnte ich mir ja auch, könnte ich mir ja raufziehen auf meine Cartridge, ne? Prolog, das Fehlen der Sterne. Hat das schon mal jemand gespielt? Mit Deutsch-Patch? Ah, das Flehen der Sterne. I'm sorry. Das von Square Enix sogar. Hätte ich ja auch Bock drauf. Doch, Maria hat das sogar geschrieben. Sau geil. Super Thomchen. Alles gut? Lauter werden. Ach, man sieht da, deswegen glitzert das so. Man sieht durch das Schwarze hinten dran, glaube ich, den Hintergrund ein bisschen durch, kann das sein? Naja, kriege ich irgendwie hin noch. Oh, dem Himmel sei Dank. Zwar scheint er verwundet zu sein, aber er wird sich sicher bald erholen. Aber Bowser hat den Sternstab. Jetzt ist er viel stärker als Mario. Es ist hoffnungslos. Alles ist verloren. Beruhigt euch doch. Solange wir zusammenhalten, besteht noch immer Hoffnung. Unser Schicksal liegt in Marios Händen. Wir müssen versuchen, ihn wieder zu erwecken. Versammelt euch. Schickt Mario eure Kraft. Puh, das war's. Mehr können wir jetzt nicht tun. Mario, bitte steh auf, bitte. Mamma mia. Es hat sich angehört, als wäre jemand vom Himmel geplumpst. Oh, wer mag das sein? Das rote Hemd, diese Mütze und der Schnurrbart. Sieht fast so aus, als wäre das der einzig wahre und echte Mario. Das kann nicht sein, oder? Der echte Mario? Hey, hey, wach auf, komm schon, auf, los. Oh nein, er rührt sich nicht. Oh, oh, was soll ich nur tun?
Papa, Gumpa, Gumbario. Es ist ein Gumbario. Gibt es ein Gumbario in der Mario-Welt? Mario, kannst du mich hören, Mario? Ich bin Nobelstar, einer der hohen Sterne. Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. Es geht um die Prinzessin und um das gesamte Königreich. Doch leider habe ich nicht die Kraft, hier mit dir zu sprechen. Mario, du musst zum Sternschnuppengipfel kommen. Bitte, Mario. Wir hohen Sterne warten auf dich am Sternschnuppengipfel. Ja, so schön bei diesen RPGs, dass die wichtigen Sachen farblich markiert sind. Oh, Entschuldigung. Oh, Toad. Oh, Mario. Ich bin so froh, dass du endlich wach bist. Oh ne, den mache ich nicht so weiter. Das nervt mich. Du warst seit Tagen ohne Bewusstsein. Alle waren krank vor Sorge um dich. Dieser Ort hier? Das ist Gumbafurt. Ein kleines Dorf westlich von Toad Town. Die einzigen Bewohner außer mir sind eine Familie von Gumbas. Diese Gumbas sind die nettesten Leute, die du dir vorstellen kannst. Sie haben dich gefunden, als du bewusstlos im Wald lagst. Dann haben sie dich hierher gebracht, um dich zu pflegen. Ah, so war das. Wie? Ein Stern mit einem Schnurrbart? Ein Stern hat dir gesagt, du sollst zum Sternschnuppenwipfel reisen? Nein, ich habe hier keinen Stern gesehen. Und ganz sicher hat niemand dieses Haus betreten oder verlassen. Ich frage mich, ob du nicht geträumt hast. Hä? Es ist dasselbe. Der Wipfel ist der Gipfel eines Baumes, also ist oben, Tormchen, ist das Gleiche. Nicht dasselbe, aber das Gleiche. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war es eine Art Nachricht von einem der hohen Sterne. Sie leben im Sternenhafen. Der Sternschnuppengipfel befindet sich nahe des Sternenhafens. Das ergäbe zumindest einen Sinn. Gorbi-Logik, oder? Logisch. Wer weiß, auf jeden Fall bin ich froh, dass es dir wieder besser geht. Die Gumbas würden sich auch freuen, wenn du sie besuchen würdest. Klar. Zack, raus. Er ist schon hübsch, ne? Oh, was für eine Freude, Mario. Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Ich bin so froh, dass du aufgewacht bist. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich in Sorge war, weil du so lange geschlafen hast. Wenn du nicht mehr da wärst, dann hätten wir niemanden mehr, der auf unsere Köpfe springen kann. Das wäre grausam. Hey, Mario, ich bin Gumbario. Ich bin dein größter Fan. Guck mal, er hat sogar so ein blaues Mützchen auf. Du kannst dir nicht vorstellen, was es für mich bedeutet, dich zu treffen. Ehrlich. Ja, alles klar. Tschüss. Mario, du siehst viel besser aus. Ich bin so froh. Ich war wirklich besorgt um dich. Du lagst da so im Wald und hast kein Auge mehr aufgemacht. Okay. Ja, wer bist du denn? Oh, Mario. Hallo, Herzchen. Nenn mich Guma. Ich bin eine Guma-Großmutter, daher der Name. Hast du schon meine lieben Engelchen getroffen? Sind sie nicht süß? Besonders die kleine Gumbaria. Ach, Gumbaria, okay. Sie sieht genauso aus wie ich, als ich noch klein war. Schon cool. Wer bist du denn? Oh, du hast mich erschreckt. Mario, stimmt's? Du hast also bist also endlich aufgewacht. Gut, ich wusste, du würdest dich wieder aufrappeln. Nenn mich Gumpa. Ich bin der Großvater dieser Familie. Hier bin ich nun. Daher bin ich nun Gumpa. Macht es dir etwas aus, wenn wir später weiter plaudern? Ich bin gerade damit beschäftigt, diese Veranda zu reparieren.
Alles klar, reparier du mal. Goomba. Berühre diesen Block, wenn du speichern willst. Alles klar. Wenn du besiegt wirst oder die Konsole abschaltest, kannst du danach von diesem Block aus weiterspielen. Wann immer du an diesem Block findest, vergiss nicht sofort zu speichern. Speichern. Alles klar. War's das jetzt? Oh, ging fix. Nett. Ich wollte dich auch begleiten, aber Papi hat gesagt, es sei zu gefährlich, deshalb muss ich hier bleiben. Wohin denn begleiten? Wie geht's, Mario? Fühlst du dich besser? Du kannst dich jederzeit in unserem Haus ausruhen. Es ist nicht so übel hier, wie es momentan vielleicht aussieht. Aber wegen des Erdbebens muss ich noch aufräumen. Es hat schon eine Ewigkeit gedauert, nur dieses Tor zu reparieren. Wie? Du musst schon gehen? Oh, der Sternschnuppen-Gipfel. Ich weiß, ich glaube, der Gipfel befindet sich nahe von Toad Town. Folge einfach dieser Straße, sie führt direkt nach Toad Town, wo auch der Pilzpalast steht. Ich glaube, der Sternschnuppen-Gipfel befindet sich jenseits des Palastes. Schade, dass du nicht bleiben kannst, ich würde dich gerne noch näher kennenlernen, aber wenn die Pflicht ruft, komm mal wieder zu Besuch. Ich wünsche dir viel Glück. Haha, meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Mario, ich kann nicht glauben, dass du dich schon von der Abreibung erholt hast, die dir König Bowser verpasst hat. Du bist ganz schön hart. Gut, dass ich hergekommen bin, um zu sehen, ob du nicht irgendetwas Dummes vorhast. Was? Was ist das, Papa? Was ist das für ein ekliges, fliegendes Ding? Eklig? Du freches Kleines, ich bin eine wunderschöne Koopa-Dame mit einem fast noch schöneren Namen. Kami Koopa. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, dir eine Lektion zu erteilen, aber du kleine Erdkröte, aber nicht jetzt. Mario, vernimm dies. Es ist sinnlos zu versuchen, Prinzessin Peach zu retten, lächerlich lachhaft. Wie du bemerkt hast, ist König Bowser nun viel stärker, als du es verkraften kannst. Hier hast du ein Geschenk von ihm. Und das arme Tor wieder kaputt. Mario, du wirst auf die Knie fallen und weinen, wenn du siehst, welche Veränderung Bowser gemacht hat. Deine Welt gehört nun uns. Bleachwack, ha, hehehe, ho. Ich habe das Tor repariert. Ich will das Wort Tor nicht mehr hören. Kami Koopa, diese Teufelin. Hast du gehört, was sie über die Prinzessin gesagt hat? Das klang nicht so gut. Ich hoffe, es ist ihr nichts zugestoßen. Was? Bowser hat die Prinzessin Peach erführt? Schon wieder? Oh, unglaublich. Und jetzt musst du zum Sternschnuppengipfel gehen, um sie zu retten, stimmt's? Das könnte ein Problem werden. Papa, wir müssen etwas tun. Mario muss die Prinzessin retten. Niemand sonst kann es tun. Ich habe eine Idee. Vielleicht können wir diesen Block mit Goombas Hammer zerstören. Ich glaube, er repariert damit gerade die Veranda. Geh und frag ihn doch danach. Let's go. Wissen wir ja mittlerweile, wo Goomba ist, ne? Lol. Sogar, ich habe gedacht, es wäre ein Bug. Super. Ist ein guter Joke. Na, leichte Feder. Langsamer Fall. Check. Hä? Oh, mein Rücken. Wer ist da? Bist du das, Mario? Ich kann mich nur an einen lauten Krach erinnern. Dann ist die Veranda ein und ich bin abgestürzt.
Bist du auch gefallen? Du musst aus der Tür gekommen und... Du bist aus der Tür gekommen und bist ins Leere getreten, habe ich recht? Immerhin ist uns nichts passiert. Das Problem ist, wir kommen nicht nach Hause, weil dieser Block im Weg ist. Dieser Block sollte nicht hier sein. Das ist ein großes Problem. Was? Ein Hammer? Oh, natürlich. Wo ist er hin? Ich habe ihn benutzt, um die Veranda zu reparieren. Also muss er irgendwo rumliegen. Nirgendwo zu sehen? Irgendwo da drüben muss er hingefallen sein. Mario, wir sollten ihn suchen. Ist klar. Let's do this. Läuft er mit mir mit jetzt? Ja, der läuft mit mir mit. Süß. Da brauche ich wahrscheinlich auch den Hammer, ne? Der Hammer muss ganz in der Nähe sein. So sieht er aus, danke. Zurück hinter den Büschen. Wenn Ausrufezeichen über deinem Kopf erscheint, drücke A, um zu suchen. Oh, muss man aber ganz genau sein hier. Ich will Pilze. Auch noch farblich markiert, der Busch. Du hast den Hammer gefunden. Mario kann nun eine Hammerattacke ausführen. Dieser Hammer zerstört gelbe Blöcke. Oh, großartig. Das ist er. Das ist der Hammer. Ich nehme an, du musst mit dem Hammer den Block zerstören. Dass du mit dem Hammer den Block zerstören kannst, der uns den Weg versperrt. Mit dem Hammer kannst du auch auf Bäume schlagen, um sie zu schütteln. Manchmal fällt etwas Nützliches herab. Drücke B, um ihn einzusetzen. Ist klar. Geil, ich mag's. Kann ich die Pilze kaputt hauen? Nee. Geil. What the fuck? Püppi, ausgezeichnet. Was hast du erhalten? Püppi, ausgezeichnet. Eine süße Puppe, die genau wie Prinzessin Peach aussieht. Oh, wie schön. Ich glaube, das ist die Puppe, die Gumbaria verloren hat. Sie wird sich sehr freuen, wenn du sie ihr zurückbringst. Die Leute hier verlieren so viele Dinge. Dann möchte man sich doch gleich ein wenig genauer umsehen. Oh ja. Okay, also wahrscheinlich immer nur einmal dran schlagen, ne? Das Speichern funktioniert super, easy. Ich überlege, bei der PlayStation 4 musst du erst ins Menü und dann willst du wirklich speichern, willst du überschreiben, bla bla. Zack. Nun, wir haben den Hammer gefunden, also sollten wir uns auf den Heimweg begeben. Autsch! Wer seid ihr, Deppen? Das hier ist mein Spielplatz, Idioten. Niemand setzt seinen Fuß hier ohne meine Erlaubnis. Niemand! Sei bereit, zu Füßen von Meister Junior Trooper zu heulen. Oh, Fight.
Mario, das ist Junior Trooper. Er ist der Boss der hiesigen Rasselbande. Offensichtlich ein Rüpel. Aber Hunde, die bellen, beißen nicht. Den machst du ganz rasch platt. Vergeude keine Atemluft, um mit ihm zu reden, sondern zieh ihm eins über die Rübe. Ich bleibe hier stehen und beobachte das Ganze. Stark. Strategie, nichts tun, fliehen. Gleich mal ein Hammer. Eins. Oh, ausgezeichnet. Guter Treffer, mach weiter. Okay, ich kann auch nicht irgendwie ausweichen oder so. Wird mir bestimmt später noch erklärt, wenn es sowas gibt. Man sieht auch nicht die HP, ne? Ich wärme mich gerade erst auf. Auch cool, er merkt sich immer, was meine letzte Aktion. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Mario, du hast ihn fast gepackt. Hör dich da auf, mach weiter. Na gut, du hast es so gewollt. Sag Hallo zu Junior Troopers Spezialattacke. Volle Kraft. Boah, zwei, fett. Ich habe noch keine Items. Mario, du hast sehr gut gekämpft. Du erhältst Sternenpunkte. Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, erhältst du Sternenpunkte. Für jeweils 100 Sternenpunkte steigst du ein Level auf. Ach, XP, okay. Versuche so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Okay. Gucken wir mal, ob es auch einen Skillbaum gibt oder sowas. Verdammt! Fast hätte ich gewonnen. Ich komme wieder, Mario. Ich mein's ernst. Ich komme wieder. Oh, wünsche ich dir ebenfalls, Tobi. Bye, bye. Gut's Nächtle. Bitte? Er hat auch Urlaub, ja. 3 Wochen am Stück. Also jetzt noch eine. Komm ich da oben hin? Ich will da oben zu dem Busch. Du hast ein Item erhalten. Items können als Waffen dienen, deine KP-Kraftpunkte auffrischen und noch einiges mehr. Drücke nach links, um zu sehen, also diesen Pfeil da, ich weiß nicht, wie man das nennt. Wie nennt man das denn an dem Controller? Diese 4 Dinger hier? Ist ja kein Digipad, sind ja 4 Buttons. CL, nenne ich es mal. Den linken C-Button. Drücke den linken C-Button, um zu sehen, welche Items Mario bei sich trägt. Pilz. Ein normaler Pilz stellt 5 KP wieder her. Machen wir doch einfach gleich mal. Einfach mal, um zu sehen, wie es ist, ne? Lecker. Berührst du diesen Block, werden deine KP vollständig aufgefüllt. Ja, danke. Yeah. Läuft. Und das geht nicht, weil er ist grau, ne? Ja. Sehr cool. Gameplay ist gut bisher. Du hast, was hast du erhalten? Feuerblume, ausgezeichnet. Feuerangriffe gehen alle gegen alle Gegner. Ah, okay. Das ist ein One-Use-Item. Mit 3 Kraftpunkten. Hm.
Augen auf, Mario. Böse Goombas voraus. Sie sind Bowser gegenüber loyal. Wenn sie dich sehen, werden sie ohne zu zögern angreifen. Wenn du es schaffst, einen Gegner mit einem Sprung oder einem Hammer anzugreifen, erhältst du den Erstangriff, wenn der Kampf beginnt. Okay. Den Erstangriff kann dir in jedem Kampf sehr nützlich sein. Ja, das ist richtig. Kennt man. Ja, die sind recht schnell. Das geht aber nur einmal, ne? Ja. Man sieht aber nicht, wie viel HP der Gegner hat. Das ist krass. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Gut, R2. Oh, der hat einen Helm auf. Das ist ein Peaks-Goomba. Siehst du den Stachel auf seinem Kopf? Pass auf, dass du nicht auf ihn springst. Rate mal, welcher Körperteil von dir sonst verletzt wird. Der Pillemann. Okay. Stage-Diving macht der Gute. Macht aber keinen Unterschied, außer dass er ein bisschen stärker ist. Ha! Bam! Das erste Mal Erstangriff. Oh, sind aber zwei. Hör gut zu, Mario. Dieser Kerl fliegt. Mit dem Hammer kannst du ihn nicht erreichen. Um fliegende Gegner anzugreifen, setze einen Sprung ein. Okay, verstehe. Du kannst über einen Feind hinwegspringen, um den dahinter anzugreifen. Das ist ein wichtiger Rat, vergiss es nicht. Warum? Was bringt mir das jetzt? Okay, ich mach's mal, aber was bringt mir das jetzt? Ist der jetzt hinten dran und kommt mir dann am anderen vorbei? Das ist ja dumm, jetzt können mich beide angreifen. Wäre doch besser gewesen. Na, irgendwie, aber okay. Sterne fett. Bisheriges Resümee? Ich find's geil. Ich mag's. Couchy, ich mag's. Ich muss die Qualität noch ein bisschen besser hinkriegen. Ne? Aber sieht schon ganz nett aus, ne? Dafür, dass es auf Originalsoftware läuft. Ist schon ganz nett. Ist hier eigentlich noch was? Naja, hier war noch was, ne? Irgendein Diamant oder so. Ein Sternsplitter. Ein stahlender Sternsplitter. Finde heraus, wozu man ihn braucht. Alles klar. Und es gibt endlich keinen Respawn mehr, ne? Oh, ist das schön. Danke, N64. Keine Sorge, Kinder. Hier bin ich. Dank Mario bin ich heil und gesund wieder zurückgekehrt.
Oh, ist das Ding zugesperrt? Lass es mich für dich öffnen. Gumpa, wo bist du gewesen? Ich habe nach draußen gesehen und plötzlich waren du und die Veranda verschwunden. Gumpa, ich war sehr, sehr besorgt um dich. Wirklich besorgt. Tut mir leid, Kinder. Ich entschuldige mich. Ich wollte euch keine Angst einjagen. Ihr könnt euch jetzt wieder beruhigen. Ich bin ja wohlbehalten wieder zurückgekommen. Ach, übrigens. Bevor ich es vergesse, ich wollte dir noch etwas geben, Mario. Ich bin gleich wieder da. Wie, was? Hey, die Puppe, die du da hast? Ich glaube, Gumbaria hat sie verloren. Sie hat schon überall nach ihr gesucht. Würdest du sie ihr wohl geben? Nein. Ja, natürlich. Klar. Nein. Oh ja, sieht echt aus wie Peach. Andersen, grüß dich. Meine Püppi, 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 du bist wieder da. Ich danke dir, Herz. Kleiner Drei. Ich bin so glücklich, meine süße Püppi. Du darfst nie wieder verloren gehen. Pass besser auf, du Gör. Hier, ich gebe dir ein Geschenk. Sieh nur, wie hübsch es funkelt. Schon wieder ein Sternensplitter. Und nimm das auch. Boah. Knutschende Kinder. Es scheint, als hätte keiner deiner Gegner eine Chance gegen dich. Machst du Bodybuilding? Ich lerne Selbstverteidigung, indem ich die Bücher der Meister lese und Papa und Gumpa zuhöre. Und außerdem trainiere ich jeden Tag, damit ich so stark werde wie du, Mario. Langsam zeigt sich auch der Erfolg. Meine Muskeln werden immer dicker. Yeah, Gumbarios Kopf ist hart wie ein Felsen. Wenn er eine Kopfnuss austeilt, tut es sehr, sehr weh. Oh, sei still, Gumbaria. Das ist so peinlich. Aber abgesehen davon ist es wahr. Trash Talk. Entschuldige, dass ich dich hab warten lassen, Mario. Ist schon okay, Gumpa. Wir quatschen gerade mit Mario. Naja. Ihr quatscht also. Entschuldigt. Ich wollte dir das geben, Mario. Ein Powersprungorden. Okay. Mario springt mit voller Kraft auf seinen Gegner. Ach, ein neuer Attack. Okay. Dies nennt man Orden. Wenn du ihn trägst, kannst du einen Powersprung ausführen. Das bedeutet, dass deine Angriffe mehr Schaden verursachen wird. Dein Angriff. Aber hör mir gut zu. Du kannst diesen Sprung nur ausführen, wenn du den Orden trägst. Du solltest es ausprobieren. Das An- und Ablegen von Orden ist ein sehr wichtiger Vorgang. Soll ich dir eine kurze Lektion darin geben, wie du den Orden, wie du die Orden, die du auf deiner Reise finden wirst, richtig einsetzt? Ja, klar. Okay, drücke Start. So öffnet sich das Menü. So legst du einen Orden an. Weiter. Wähle mit Hilfe des 3D-Sticks die Ordentabelle. Okay. Drücke den A-Knopf, um zur Ordenübersicht zu gelangen. Drücke nochmals den A-Knopf, um den Ordenliste einzusehen. Von unten sind die aktiven. Okay, Powersprung. Benötigt OP? Heißt das OP? Ordenspunkte wahrscheinlich. Ah, da steht sogar. Um Orden zu tragen, werden Ordenpunkte benötigt. Der Orden wird getragen, bis du nochmals den A-Knopf drückst. Der Orden wurde abgelegt und ein OP steht wieder zur Verfügung. Merke dir, du brauchst BP, Blütenpunkte, um den Powersprung einzusetzen. Also BP ist meine Mana. Kannst du dich daran erinnern, dass wir auf dem Weg einen Block wie diesen sahen? Ja. Diese Blöcke stellen nicht nur KP, sondern auch BP wieder her. Das sind wahre Lebensretter. Benutze sie, wenn deine KP und deine BP zur Neige gehen. Ach übrigens, Mario. Ich habe von Guma gehört, dass du es ganz alleine auf dich nehmen willst, die Prinzessin aus Bowsers Fängen zu befreien. Oh yeah. Mario könnte Bowser einhändig und mit verbundenen Augen Blatt machen. Jetzt still, Gumbario. Mario, Alter, sei still jetzt, Gumbario. Mario, nimm bitte diesen Hammer. Ich hab doch schon einen Hammer.
damit dir gute Dienste leisten. Wenn ich nur etwas jünger wäre, würde ich dich begleiten. Ich hätte den Bösewichten schon das Fürchten gelehrt. Aber die Last der Jahre liegt schwer auf mir. Ich kann dir sagen, diese Schmerzen im Kreuz. Abenteuer, du darfst dich glücklich schätzen. Prinzessin retten ist so cool. Eines Tages will ich auch ein Abenteurer sein. Ich auch. Hey, ich hab eine Idee, Gumbario. Vielleicht ist die Zeit jetzt gekommen. Du bist kein Kind mehr und schlimme Zeiten stehen uns bevor. Ich bin sicher, Mario wird mir zustimmen. Du solltest Mario begleiten. Was? Wirklich? Darf ich gehen, Gumpa? Darf ich wirklich gehen? Ja. Oh yeah. Mario, du sollst es nicht bereuen. Gumbario gehört zum Team. Drücke C unten, um Infos. Was? Drücke unten, um Infos über Personen, Orte und Dinge in der Nähe zu bitten. Ach, um Infos zu bitten. Verstanden. Wenn du etwas... Ach, das ist sowas wie meine Siri. Okay, alles klar, verstehe. Yo, listen! Wenn du etwas wissen willst, dann frag ihn einfach. Gumbario ist auch im Kampf sehr hilfreich. Er kann mit Kopfnuss angreifen oder über Gegner und ihre KP mit Hilfe von Scanner Auskunft geben. Großartig, Gumbario. Mario, ich weiß, dass sich Gumbario als wertvoller Weggefährte erweisen wird. Ich glaube, es ist an der Zeit für mein Nickerchen. Ich bin dann zu Hause. Abschiede machen mich alten Gumba immer traurig. Tschüss. Das ist so cool, Mario. Lass uns gehen. Aber warte, deine KP sind etwas niedrig. Vielleicht solltest du dich im Toadhaus ausruhen. Na, rein da. Jetzt erstmal kurz was gucken. So, Orden. Alle Orden. Ja, dann nehmen wir den doch, ne? Würde ich sagen. Aktive Orden. Ah. Verfügbar 2. Okay. Items. Wichtige Items nichts. Wir haben nur die Feuerblume. Team. Fähigkeiten prüfen. Was kann der? Kopfnuss. Kopfnuss gegen einen Gegner. Und Scanner. Zeigt Beschreibung des Gegners und seiner KP an. Sterne. Haben wir noch keine. Karte. Oh, nice. Zeigt die Karte und alle bereits besuchten Orte. Okay, okay. Ja. Okay, alles klar. Wie kann ich jetzt hier... Das ist Goombafurt. Hier lebt meine Familie. Hier gibt es auch ein Toadhaus, das ja bekanntermaßen ein guter Ort zum Ausruhen ist. Der große Baum neben meinem Haus wirft auch viele Grimmnüsse ab. Wie kann ich denn jetzt hier... Muss ich mit ihm reden? Der Slogan des Toadhauses ist... Erfrische Körper und Geist. Fühlst du dich müde, kannst du ein wenig Ruhe im Nu wiederherstellen. Kann dich ein wenig Ruhe im Nu wiederherstellen. Möchtest du ein Schläfchen machen? Ja, natürlich. Mach es dir bequem und genieße deinen Aufenthalt. GG. Hast du gut geschlafen? Pass gut auf dich auf. Ja. So, wo ist hier noch ein Baum? Der hier? Komme ich aber gar nicht ran, oder? Hallo? Papa, hast du gehört? Ich gehe mit Mario auf... Ach, der Opa hat für den Papa entschieden, dass sein Sohn mit auf Reisen geht. Du wirst stolz auf mich sein, Papa. Ich verspreche es. Warte nur.
Gib dein Bestes, Sohn. Du bist ein starker Junge. Ich weiß, dass du Mario eine große Hilfe sein wirst. Gut, dass du so viel Zeit in deinem Training investiert hast. Und jetzt zieh los und erfülle deinen alten Goompapa mit Stolz. So geht das. Problem gelöst. Ich habe das Gefühl, dass dir auf deinem Weg viele Hindernisse begegnen werden. Überleg dir jeden Schritt. Sei vorsichtig, aber bleib cool. Ein kühler Kopf denkt am besten. Alles klar, Tschüssikowski. Vorsicht vor Goombas. Hab ich mir gedacht, dass der da rauskommt. Hey Mario! Während eines Kampfes kannst du die Reihenfolge, in der wir angreifen, mit Z verändern. Wenn du willst, kann ich zuerst angreifen. Mir macht das nichts aus. Vergiss es nur nicht, okay? Jo, wir machen das einfach mal. Obwohl, eigentlich will ich erstmal Scanner machen, um mal zu gucken, was da steht. Das ist ein Goomba. Goombas sind das, was man wohl kleine Fische nennen würde. Genau genommen sind sie eigentlich sogar die kleinsten Fische. Moment mal, ich bin ja auch einer. Max KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Du kannst auf sie springen oder sie mit dem Hammer vermöbeln. Das sind Gegner alter Schule. Du kennst sie schon seit den Tagen von Super Mario Bros. Lol. Wie geil. Du hast deinen Zug verbraucht? Was? Du kannst jetzt nichts wechseln. Ah, okay, alles klar. Boah, dann hauen wir einfach mal drauf, ne? Bumba-Sprung. Aber jetzt sehe ich auch ein Dings unten. Wahrscheinlich erst, wenn ich einmal gescannt habe. Oh, man muss gar nicht warten, bis sie ganz nah dran sind. Okay. Was kann ich denn hier jetzt unter Strategie einstellen? Lässt dich freiwillig eine Runde aussetzen. Okay, lol. Kopfnuss. Putz. Und der Hammer müsste jetzt stärker sein, oder? Hä? Ihr habt doch den Orden ausgerüstet, oder? Gleich mal gucken. Hab ich den Orden nicht ausgerüstet? Ach, der Sprung. Der Powersprung. Ach so, ach, da war noch ein Ding zwischendrin, ne? Da kann ich nach unten noch gehen. Der Powersprung verbraucht 2 BP. Mario springt mit voller Kraft auf einen Gegner. Okay, alles klar. Dann gucken wir mal an, wo der Powersprung kommt. Oh! Beigehauen. Ah, wie viel BP habe ich? 5. Ja, egal, machen wir mal. Boah, 3 macht das sogar. Verschwendung. Ah, die Gegner greifen aber immer nur mich an. Ja, die kann ich ja mit dem Hammer nicht treffen, ne? Oh, 2 von denen, okay, krass. Das ist ein Paragumba. Offensichtlich handelt es sich um Gumbas mit Flügeln. Max KP 2, Angriff, Verteidigung 0. Solange sie fliegen, kannst du nicht mit dem Hammer treffen. Alles klar.
Sobald sie Schaden erleiden, fallen sie zu Boden und werden zu normalen Goombas. Alles klar. Oh, die BP muss ich auch auffüllen. Ja, egal, ich mach's jetzt mal. Dann ist der gleich tot. Zack. Ja, machen wir alle, ne? Ich will ja schon alle mal scannen dann. Ein Pix-Goomba heißen die. Das ist ein Pix-Goomba. Er heißt so, weil er einen Stachel am Kopf trägt. Ja, er ist ein bisschen stärker. Was immer du tust, auf keinen Fall solltest du auf ihn springen. Du könntest sogar paralysiert werden. Okay. War schon mal wichtig, dass ich hier einen Erstangriff hatte, sonst hätte der das jetzt überlebt, ne? Blume gibt mir BP zurück. Okay, alles klar. Du hast ein Tu-mir-nichts-Orden erhalten. In einem Notfall gehen gegnerische Angriffe eher daneben. Aber das heißt, wenn ich weniger HP habe oder so, ne? Was ich nicht ganz verstehe, da oben steht benötigte Ordenspunkte 1. Ach, ich hab 3 am Anfang. Ah, okay. Okay. Wenn Vorsicht geboten ist, gehen gegnerische Angriffe eher daneben. Was heißt denn Vorsicht geboten? Naja, werden wir noch rausfinden. Ich schätze mal, wenn ich Low HP habe. Iss einen Pilz, um dich zu erfrischen. Drücke, um einen Pilz zu essen. Okay. Ah, geht doch mit dem Hammer treffen. Also für den ersten Angriff. Oh, 3. Okay. Hä, warum kann ich nicht nach rechts? Siehst du, ich kann über den drüber, oder? Achso, nicht mit dem Hammer. Mit dem Sprung muss ich natürlich hin. Easy Game. Ein Kinderspiel, ne? Ein Spaß. Ich weiß nicht, ob das noch schwer wird oder rätsellastig oder was auch immer. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Hey, hey, schön langsam. Du, ja, du. Du verdächtiger Kerl. Keine Bewegung. Boss-Time. Ah, du bist Mario. Ich wusste es. Du kannst hier nicht passieren, Herr Großmaul. So lautet der Befehl des Goomba-Königs. Tut mir leid, aber der einzige Weg hier führt an uns Goomba-Brüdern vorbei. Das sind wir, der rote Goomba und mein Bruder, der blaue Goomba.
Los, schnappen wir ihn, blauer Goomba. Oh yeah. Los geht's, mein rotköpfiger Bruder. Kostet halt jetzt. Ja, wir hauen drauf, ne? Er war halt nicht gescannt. Das ist der blaue Goomba. Er ist der jüngere der beiden berüchtigten Goomba-Brüder. Max KP 6? Okay. Angriffskraft 1. Okay, ist ein Lutscher. Wie du ja aus der kleinen Rede seines Bruders entnehmen konntest, gehört er zu den Leuten des Goomba-Königs. Aber so ganz bei Kräften scheint er nicht zu sein. Er ist schwächer als sein Bruder. Mario, wie gefällt dir das? Machen wir den direkt platt? Blauer Goomba. Krack, mein kleiner Bruder. Dafür wirst du bezahlen, Mario. Wird er jetzt sauer? Das ist der rote Goomba. Er ist der ältere der beiden berüchtigten Goomba-Brüder. Max KP 7, Angriffskraft 1. Okay. Der Goomba-König hat ihm befohlen, dich aufzuhalten. Den Kerl schaffst du. Gar kein Problem. Er hat nur ein paar mehr KP als ein normaler Goomba. Okay, ist ja noch recht simpel, ne? Aber klar, für Mario-Fans, die noch nie ein RPG gespielt haben vorher. Ne? Cool. Na, jetzt macht so. Dann. Ach, wenn Vorsicht geboten ist, jetzt check ich's. Okay. Also, jetzt habe ich eine höhere Ausweichchance. Satoshi, grüß dich. Ja, ist schön, ne? Es flimmert nur noch ein bisschen und das Format gefällt mir noch nicht, aber ich muss irgendwie gucken, wie ich das hinkriege. Aber es sieht nicht schlecht aus, ne? Dafür, dass es auf dem Original PAL N64 läuft. Schön. Gefällt mir bisher. Ah, ich lasse dich nochmal davon kommen. Das läuft super fluffig, ne? Das auf jeden Fall. Wenn man sich überlegt, wie schlecht manche Super Nintendo-Spiele bisher gelaufen sind. Nein, Satoshi. Hätte ich gerne, aber noch kein gutes Angebot. Also auf jeden Fall hole ich mir das Ding. Ne? Das will ich schon für die Sammlung haben, klar. Aber. Ach, guck dir das an. Aber da muss schon ein gutes Angebot erstmal kommen. Hast ja auch eine Huni halt, ne? Ohne OVP. Ah, cool. Erstmal ausgewichen. War das nicht Hagane? Im Schloss des Goomba-Königs. Okay, bisher ist auch recht straight. Gegen den was? Der Endboss war schon hart, aber easy, first try. Echt, hatten wir beide geguckt? Weiß ich gar nicht mehr.
Goomba-König, hilf uns. Mario hat uns verdroschen. Ja, Garn ist halt sehr utopisch, ne? Also. Hey, sieh doch, Mario. Siehst du das Gebäude? Ich bin mir sicher, dass dort eine Brücke auf die andere Seite führt. Ich frage mich, was wohl damit geschehen ist. Kommt jetzt der Goomba-König? Der hat mich nicht geheilt. Mario, es ist also wahr, du hast es bisher geschafft. Dafür verdienst du Respekt. Unglücklicherweise kommst du keinen Schritt weiter. Weil ich, der große und mächtige Goomba-König, dafür Sorge tragen werde, dass dein Abenteuer hier ein jähes Ende findet. Hast du gehört, Mario? Nicht einen Schritt weiter. Uhaha. Ja, du hast Angst. Willst du dich jetzt vielleicht entschuldigen? Ach, das sagt der Kleine. Wow, dieser Goomba-König ist wirklich riesig. Aber ich bin mir sicher, es ist kein Gegner für dich, Mario. Schnappen wir ihn uns. Bist du bereit für meinen Zorn? Das solltest du besser. Er hüpft runter. Ich dachte, ich muss erst durchs Schloss durch. Mach ihn fertig, Goomba-König. Wir sind bei dir. Überlass ihn mir. Hey Mario, ich glaube, wir sollten uns zuerst um die Goomba-Brüder kümmern. Sie müssen vom letzten Kampf noch ziemlich geschwächt sein. Kann ich jetzt... So kann ich nicht nach hinten, ne? Was für ein Ding? Ein Gumnusbaum? Oh geil, das macht ja bestimmt irgendwas. Aber ich mache erstmal die kleinen hinten platt. Zwei haben die. Ich guck mal, ob der andere auch hüpfen kann. Ja, der kann auch hüpfen. Kopfnuss ist dasselbe wie Sprung. Na, das kann ich bestimmt auch machen. So ein Ding ist das. Okay. Könnte sein, dass ich sogar abkratze jetzt. Ich weiß nicht, wie viel Schaden er macht. Er macht 3 Schaden, ne? Und der andere einen. Oh, danke. Kann ich jetzt hier keine Items nehmen? Ich kann während dem Kampf keine Items nehmen, richtig? Das ist aber ein bisschen dumm. Warum kann ich mich während des Kampfs nicht heilen mit Pilzen? Ich habe doch genug Pilze. Ah doch, hier, Items. Jetzt check ich's, okay. Ja, ja, Items. Ich habe gedacht, das wäre nur die Feuerblume. Ja, ja, alles gut. Ach, es geht nur einmal. Lol. Ja komm, dann scanne ich mal. Der Vollständigkeit halber. Das ist der Goomba-König. Er ist wirklich groß. Ich meine, sieh ihn dir doch an. Er sieht auch sehr stark aus. Max KP 10. Okay, alles klar. Er ist der Boss des roten und blauen Goombas. Aber wen kümmert seine Kraft? Du bist viel stärker. Oh Mann. Ich frage mich, was man essen muss, um so groß zu werden. Ich wäre auch gerne größer. Mein erstes Mario RPG, ja, auf jeden Fall. Klar.
Weggehämmert. First try, wie immer. So sieht's aus. 30 Sternpunkte. Bam! Level up. Ah, jetzt darf ich wählen. Maximale KP um 5. Ja, okay, das bringt mir noch nichts. Ich habe ja noch nicht genug Orden. Also erstmal KP. Danke. Was? Wie konnte das passieren? Dabei waren meine Augen doch gerade auf dich gerichtet und haben sich gar nicht im Kreis gedreht. Oh, ich wusste, dass wir es schaffen. Cool, gewonnen! Roter Goomba, du hast den Schalter doch gut versteckt, oder? Natürlich, Goomba-König. Ich habe ihn vor der Festung im Gras versteckt. Vor der du Depp. Du hast ihn nicht hier drin versteckt? Mario wird ihn ganz sicher finden. Oh, glaubst du? Weißt du, du könntest recht haben. Goomba-König, vielleicht sollten wir versuchen, Mario auszutricksen, bevor er versucht. Lön. Mario, gut gekämpft und so, aber ich muss dich warnen. Wenn du irgendwo einen Schalter findest, sollst du ihn definitiv nicht betätigen. Er ist gefährlich, verstanden? Du hast was? Du hast ihn schon gedrückt? Oh nein. Das Fake-Fenster. Zu dumm. So, das ist eine Rakete. Wird jetzt ins Weltraum geschossen. Ha, lol. Ja, Humor ist schon geil, muss man sagen. So ein Kinderspiel schon cool. Also, Kinderspiel Mario ist ja schon ein bisschen als Kinderspiel gedacht, aber... Sieh doch die Brücke, jetzt können wir sie überqueren und unsere Reise fortsetzen. Erstmal hau ich aber noch den Baum dran. Das ist schon süß, ne? Oh, die böse Hexe. Kamekina. Oh, Zwischensequenz. Mächtiger König Bowser. Oh, wie habe ich die denn gesprochen? Mächtiger König Bowser, ich habe nach euch gesucht. Lasst mich berichten, eure Boshaftigkeit. Mario hat den Goomba-König besiegt. Er ist jetzt auf dem Weg nach Toad Town. Was? Unglaublich. Was hat sich der Goomba-König dabei gedacht? Ich habe die Macht des Sternstabs benutzt, weil er darum gebettelt hat, ein König zu werden. Ach, deswegen ist er so groß. Und dann lässt er sich von Mario so mühelos schlagen. Was für ein Schwächling. Kama Koopa. Du bist dir doch völlig sicher, dass Mario uns niemals besiegen kann, oder? Oh. Die Saat des Zweifels ist gesät, Leute. Bitte, eure Finsterkeit. Versucht euch zu beruhigen. Der Goomba-König war doch nur ein kleiner Fisch. Ich habe mir schon gedacht, dass er versagen würde. Aber das hat nichts zu sagen, denn solange ihr den Sternenstab in eurem Besitz habt, seid ihr unbesiegbar. Ihr könntet Mario mit verbundenen Augen und einer Klaue auf dem Rücken gefesselt besiegen. Ja, ja, sehr gut. Ja, mach ich auch. Gibt leider wahrscheinlich... Ist das... es gibt doch auf der Switch ein Paper Mario. Ist das vertont? Nee, ne? Wahrscheinlich auch nicht. Ja, ja, sehr gut.
Übrigens, Kammer Cooper, es besteht doch keine Möglichkeit, dass die Sterne, die wir gefangen haben, auf irgendeine Art und Weise Mario ihre Kräfte geben können, oder? Bitte sorgt euch nicht. Jeder wird einzeln festgehalten. Und natürlich wird auch jeder von handverlesenen Individuen bewacht. Nicht mal Mario ist in der Lage, alle 7 hohen Sterne zu retten. Würde, glaube ich, noch nie sowas... Ja, Nintendo macht das nie, ne? Welchen Stern ist Mario jetzt am nächsten? Ist es der in der Festung der Koopa-Brüder? Mario sollte irgendwie dahin gelangen. Sollte Mario irgendwie dahin gelangen, können ihm die Koopa-Brüder besiegen? König Bowser, ihr dürft euch nicht sorgen. Ja, habe ich auch vor, irgendwann dann zu zocken mal. Wenn mir das hier gefällt. Hier kommen die Koopa-Brüder. Ha, oh yeah. Wir sind die coolsten der coolen, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Psst. Kammer Cooper, bist du dir sicher, dass diese Kerle die richtigen für den Job sind? Der Goomba-König war riesig und nicht mal er konnte Mario besiegen. Aber, Herr König Bowser. Ja, der Goomba-König war zwar riesengroß, aber er war auch ein totaler Schwächling. Wir sind nicht wie er. Klar. Donatello, Michelangelo, Leonardo und, wartet. Raphael. Denn wir verfügen über ein absolut perfektes Teamwork. Gemeinsam können wir Mario in Sekundenschnelle in ein wimmerndes Baby verwandeln. Exzellent. Das nenne ich Kampfgeist. Los, Koopa-Brüder. Zeigt unserem König den Spezialangriff, den ihr so gut beherrscht. Jawohl, Madame. Seid ihr alle bereit? Oh, das ist... Wow. Orgasmus. Wie gefällt euch das, König Bowser? Wie war das? Oh ja, ausgezeichnet. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Mario hat keine Chance, wenn ihr ihn mit diesem Trick angreift. Wir besiegen ihn, König Bowser. Ach, übrigens, meine Koopa-Brüder. Bezüglich des Sterns, den ich in eurer Festung eingeschlossen habe, wer bewacht ihn eigentlich? Splinter. Niemand zu... Ihr wisst, wir sind ja jetzt hier und deshalb... Ihr Idioten! Benutzt euren Verstand, sofort zurück zur Festung und bewacht diesen Stern. Geil. Was ist das? Schläfchen! Versetzt alle Gegner in tiefen Schlaf. Geil. Ein Schläfchen. Easy, Secret. Du hast den Hammerwurforden erhalten. Triff einen beliebigen Gegner mit einem Hammer. Okay. Ich habe ja noch einen Hammer frei, ne? Oh, der braucht 2. Okay, dann machen wir, tun wir nichts weg. Obwohl das schon ganz cool ist. Aber ich will den austesten. Ein nahezu olympischer Hammerwurf, der dich nur 2 BP kostet. Triff einen Gegner, egal wo er sich befindet. Oh, das ist cool. Müsste man halt mal gucken, wie viel Schaden das macht, ne? Toad Town! Mario, ich bin froh, dass du okay bist. Die Stadt ist in Aufruhr, die Prinzessin wurde entführt, der Palast mit ihr. Es herrscht Chaos.
Ich habe keine Ahnung, was wir unternehmen sollen. Bitte, Mario, rette ihre Hoheit. Claro. Oh nein, Verderben, Gefahr. Der Pilzpalast in den Himmel geschwebt. Kein Palast mehr. Oh, welch Schrecken. Nur noch ein Loch ist übrig. Unser geliebter Palast, wo mag er nur sein? Ich muss das sofort in der ganzen Stadt verbreiten. Mach sie ja gerade schon. Prinzessin Peach wurde entführt, also werde ich sie retten. Aber Mama hat gesagt, ich soll ein braver Junge sein und zu Hause bleiben. Was meint sie? Mein Papa arbeitet im Palast, daher ist er normalerweise nicht zu Hause. Aber jetzt ist der Palast fort und er ist zu Hause. Wenn ich sage, dass ich froh bin, weil Papa zu Hause bin, werde ich ausgeschimpft. Was soll das alles? Ja. Ich habe so viel zu tun. Wenn mein Schatz zu Hause ist, habe ich keine Zeit zum Aufräumen. Warum? Kannst du auch aufräumen, wenn der Mann da ist. Das Erdbeben, das uns überraschte, als der Palast verschwand, war schrecklich. Alles hat gewackelt. Der Boden, die Häuser. Ich bin regelrecht umgekippt. Es war so grauenvoll, dass ich einfach nur vergessen will, dass es jemals passiert ist. Was war's jetzt hier drin? Okay. Will er rüber? Der Palast ist verschwunden und Prinzessin Peach wurde entführt. Was für ein schwarzer Tag. Jeder in der Stadt ist von Trauer erfüllt und dennoch sorgt sich mein Herz nur um dich, mein Schatz. Bin ich deswegen eigensüchtig? Mir geht es genauso, mein Liebling. Nur du bist es, wonach mein Herz sich sehnt. Wir sind zwei sehr eigensüchtige Toads. Alles klar. Bumbafurt Pilzpalast. Was es hier gibt? Luigi! Da ist er, mein Freund. Ich frage mich, was mein Bruder Mario gerade macht. Hä? Da ist er ja. Huch, Mario, du bist es. Schön, dich zu sehen. Geht es dir auch gut? Nach dem ganzen Wirbel um den Palast habe ich mir richtig Sorgen gemacht. Als das Erdbeben losging, bin ich nach draußen gerannt. Eigentlich müsste er ja wieder wie ein Italiener sprechen, ne? Mann, der ist mir zu stressig. So konnte ich gerade noch entkommen. Hä? Oh, und wer bist du? Ich bin Gumbario. Schön, dich kennenzulernen. Oh, ich verstehe. Na toll. Du bist also mit Mario auf Abenteuersuche. Das nenne ich unfair. Irgendjemand muss sich ja um das Haus kümmern. Deshalb kann ich hier nicht weg. Pass gut auf Mario auf, ja? Du bist voller Energie, willst du trotzdem hinlegen? Nee. In dieser Box landen alle Briefe, die an Mario adressiert sind. Momentan ist sie leer. Ey, nichts da, oder was? Aber schwach hier. Alles klar, Luigi. Tschüss. Hätte jetzt nicht gedacht, dass Luigi... Ich habe gedacht, Luigi kommt jetzt bestimmt mit. Oh, sei gegrüßt. Du bist doch Mario, oder? Natürlich weiß ich, wer du bist. Ich bin der weise Rose T. Rose T?
Erfreut dich kennenzulernen. Wie du sicher siehst, bin ich völlig vernarrt in Bücher. Ich lese so oft ich nur kann. Eben weil ich so belesen bin, weiß ich über viele interessante Dinge Bescheid. Es würde mich freuen, mein Wissen mit dir teilen zu dürfen. Sprichst du mit mir, weil du nach Wissen suchst, das nur mein geschulter Geist zu vermitteln mag? Wie wär's dann damit? Man sagt, dass hoch am Himmel der Sternenhafen sein soll, wo alle Sterne zu Hause sind. Im Sternenhafen gibt es einen Schatz, den Sternenstab. In ihm ruht uralte Magie und leider hat Bowser den. Manche Sterne sind besonders stark und großherzig. Sie nennt man die hohen Sterne. Mit dem magischen Sternenstab erfüllen die hohen Sterne die Wünsche der Bewohner dieser Welt. Wenn du dir unter den nächtlichen Sternenhimmel etwas wünschst, dann geht es dank der hohen Sterne und des Sternenstabs in Erfüllung. Wenn es noch etwas gibt, was du zu wissen wünschst, dann zögere nicht, mich zu fragen. Emotionelle Steuerung? Ja, Wirbel kenne ich schon. Vorhergehenden Text nochmal lesen. Oh, cool. Alles klar. Ja, das sehe ich. Da sehe ich, wie gerade mein Status ist. Was war da noch? Drücke den 3D-Stick nur ein bisschen. Geht Mario langsam und leise voran. Manchmal ist es besser zu gehen, anstatt zu laufen. Okay. Wenn es noch etwas gibt, was ich... Also. Kann ich da hoch? Nee. Okay, kann man was kaufen? Fruchttiegel ruft einen schrecklichen Geist herbei, der die Gegner verjagt. Schläfchen. V-Block. 2 Punkte Schaden gegen alle Gegner. Nice. Legt Schalentiere flach. Oh, geil, damit ich dann draufspringen kann. So einen kaufe ich. Honigsirup. Stell 5 BP wieder her. Oh, auch nicht schlecht. Pilze habe ich, glaube ich, noch. Obwohl, ich könnte mal ein Pilzchen kaufen. Willkommen im Pilzladen. Wie kann ich dir helfen? Interessierst du dich für einen Artikel? Stellst du davor und drückst A. Okay. Nein. Ich weiß noch nicht, ob der Wirbel schneller ist oder nicht. Hey Mario, wusstest du, dass du bis zu 10 Items tragen? Ich kann nur bis zu? Wenn du keine weiteren Items mehr tragen kannst, solltest du einen Laden wie diesen besuchen. Hier kannst du deine überzähligen Items lagern. Ah, okay. Du kannst sie dann sogar in jedem anderen Laden wieder abholen. Ganz schön praktisch, nicht? Das stimmt wohl. Dieser Toad hat sich den Herausforderungen des Dojo gestellt. Das erfordert Mut. Eines Tages werde auch ich es versuchen. Oh, haha, du hast keine? Die Karte, Mario. Die Karte zeigt, wie stark du bist. Ah, ich habe eine. Ich habe da drüben im Dojo gekämpft und der Meister hat mir dafür eine Karte gegeben. Ich bin ein übler Toad. Mario, warst du inzwischen mal wieder zu Hause? Luigi hat sich so gefragt, wie es dir geht. Du kannst durch die Röhre am Haupttor der nach Hause gelangen. Ja, da war ich. Um in die Röhre zu klettern, musst du dich auf den Rand stellen und den 3D-Stick nach unten drücken. Stimmt gar nicht, es ging von alleine. Gibst du mir mal eine Führung durch dein Haus? Ja, wie wenn ich das nicht kaputt kriege. Toll.
Unser Meister zieht durch die Lande, um seinen Geist zu reinigen und seinen Körper zu stellen. Unser Meister war schon vorher ein starker Mann. Wenn er zurückkommt, wird er noch viel stärker sein. Wir werden genau hier warten, bis unser Meister wieder da ist. Warten ist Teil des Trainings. Im Stockwerk über uns befindet sich ein Dojo. Wir sind hier immer. Wir trainieren im Dojo. Es sei denn, der Meister ist nicht da. Dann bleibt das Dojo geschlossen. Gerade ist ein Brief angekommen, in dem steht, dass der Meister bald wieder zurückkommen wird. Dann können wir endlich wieder trainieren. Strong. Was macht ihr hier drei? Der Pilzpalast ist davongeflogen. Wie konnte so etwas geschehen? Was? Was wird mit Prinzessin Peach und all den anderen im Palast geschehen? Ich habe Angst. Ich, Felicity, habe Angst. Whatever. Hey Mario, ich habe gehört, du wirst am Sternschnuppengipfel gebraucht. Du warst noch nie dort? Geh einfach durch das blaue Tor und gehe rechts am Pilzpalast vorbei. Ups, ich vergaß. Der Pilzpalast ist fort. Gut. Ja, gut zu wissen. Der Diebstahl unseres Palastes hat viele Schäden verursacht. Am schlimmsten war es im Zentrum der Stadt. Es schien, als würde Holz vom Himmel regnen. Da können wir momentan nicht in den südlichen Teil der Stadt gehen. Der Bahnhof, der Hafen, viele wichtige Einrichtungen befinden sich im Süden. Es ist für die ganze Stadt sehr unbequem, dass wir nicht dorthin gelangen können. Nach Satoshi, ich bin auch gleich weg. Nächsten Speicherstand irgendwo. Toad Town Newsflash. Prinzessin Peach entführt. Palast entwurzelt. Vor einigen Tagen wurde der Pilzpalast gestohlen. Die Prinzessin befand sich im Gebäude und wurde versehentlich entführt. Vermutlich entführt wahrscheinlich, ne? Ihr momentaner Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Wo sich früher der Palast befand, klafft nun ein bodenloser Schlund. Zeugen sagen aus, der Palast habe sich in den Himmel erhoben. Sobald wir neue Informationen erhalten, werden wir weiter über diesen Fall berichten. Merlon ist nicht hier. Das Haus mit dem rotierenden Dach ist Merlons Haus. Nicht Merlin, nennen Merlon. Es ist komisch, außerdem ist er stur wie ein Maultier. Er zeigt sich nur ganz selten. Aber so komisch er auch sein mag, sein Können steht außer Frage. Er kann in den Sternen lesen. Er hat sogar vorausgesagt, dass du sicher wieder zurückkommen würdest. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Ist halt viel Gelaber jetzt noch, ne? Aber ich glaube, ist alles wichtig. Siehst du die blaue Säule vor dem Postamt? Das ist ein Straßenschild. Du kannst hier in Toad Town ganz leicht zurechtfinden, wenn du die Schilder liest. Aber warum erzähle ich dir das? Ich bin mir sicher, du weißt das alles schon. Genau. Guck hier. Ja. Pilzpalast. Wanderpfad. Wir müssen ja in den Pilzpalast erstmal jetzt, ne? Da, wo der Pilzpalast war. Erstmal ins Postamt rein. Guten Tag. Ich bin Paracarry, der Postbote. Das war's? Okay. Ja, hallo. Dies ist das Postamt. Hier kannst du alle Briefe lesen, die für dich oder deine Freunde ankommen. Schau hin und wieder mal vorbei, um zu sehen, ob du Post hast. Nun, oh, du hast Post. Welche Briefe möchtest du lesen? Von Gumbario. Lol. Roter und blauer Gumba. Hier bitte. Gumbario. Du bist viel stärker, als du aussiehst. Wir dachten, du wärst nur so ein Fratz, der mit Mario herumhängt. Ach, das war an Gumbario. Aber du hast es uns gezeigt und du hast auch bewiesen, dass gut zu sein ebenso wichtig ist, wie stark zu sein. Glaubst du, wir können Freunde sein, wenn du wiederkommst? Bitte sag ja. Wir werden warten. Rote und blaue Goomba-Brüder. Wir bewahren die Briefe für dich auf. Wenn du deine Post lesen willst, kannst du jederzeit vorbeikommen. Oh, alles klar.
So, hier können wir speichern. Oh, wir können aber hier die Sachen noch fertig machen. Also, ich kann mich hier aus. Das ist einfach ein Pilzhaus. Toadhaus. Was wollt ihr? Da draußen ist es gefährlich. Ich würde nicht gehen. Ja, du solltest nicht gehen. Nein, geh nicht. Tut mir leid, aber nein. Sie mich trotzdem vorbei. Die lassen mich gar nicht vorbei. Du warst noch nicht dort. Geh einfach durch das blaue Tor und geh rechts am Pilzverlass vorbei. Ah, okay. Ich vergaß. Ach nee, das geht ja gar nicht. Nein. Er ist nicht mehr da, aber wir probieren es trotzdem. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich woanders rumgehen. Hier rum vielleicht dann. Wer ist das denn? Hey, sieh da! Sie sind doch ein Kunde. Papa hat vor, den Laden bald zu eröffnen. Aber ein bisschen Geduld werden sie noch haben müssen. Hey, was geht? Schön, dich zu sehen. Bluff ist mein Name. Ich richte mir einen kleinen Laden in Toadtown ein. Aber ich bin noch bei den Vorbereitungen. Ich will dich nach der Eröffnung auf jeden Fall wieder hier sehen, ja? Alles klar, kein Ding. Wasser und Erde, Kraft der Sonne, oh, zarte Blumen, erfüllt mich mit Wonne. Hallo, mein Name ist Minst. Minst-Tee. Ah, Minst-Tee, verstehe. Erfreue dich an der Schönheit dieses Blumengartens. Es soll eine liebliche Blume geben, die hier noch fehlt. Vermutlich sind die Knospis die einzigen, die den Samen haben. So sieht ein Knospi aus. Wenn du auf einen Knospi triffst, würdest du ihn dann nach dem Samen fragen. Ich werde ihn in diesem Garten pflanzen und mit viel Liebe aufziehen. Alles klar, das machen wir. Ich hau dir erstmal die Blumen kaputt. Geht leider nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Das ganze Bauholz war am Straßenrand gestapelt, aber bei dem Erdbeben ist alles umgestürzt. Unglücklicherweise kann man deshalb momentan den südlichen Teil der Stadt nicht erreichen. Keine Sorge, wir werden das Chaos so schnell wie möglich beseitigen. Ich weiß, es ist sehr unbequem, aber bitte habt noch etwas Geduld, während wir alles wieder in Ordnung bringen. Okay. Cool.